Die Lebenshilferegion Jugendburg ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die im Jahre 1976 von einer Gruppe betroffener Eltern als Verein gegründet wurde. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde wieder der Lebenshilfe Award verliehen. Warum dieser verliehen wird und wer ihn bekommen hat, das erfahren Sie im kommenden Beitrag. Jahresbilanz zog vergangene Woche die Lebenshilfe Region Judenburg. Im Namen ihrer Obfrau Sandra Rinn-Ofner lud die Organisation zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Die Lebenshilfe Region Judenburg bietet Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörigen Hilfestellung, Beratung und Information in allen Lebenssituationen. Die Verantwortlichen setzen sich dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung selbstverständlich und gleichberechtigt in die Gesellschaft integriert werden. Für Obfrau Sandra Rinn-Ofner war es ein durchaus erfolgreiches Jahr. Ja, das Jahr ist fast zu kurz bei uns für diese vielen Tätigkeiten, die wir im Laufe eines Jahres zusammenbringen. Es gab heute einen schönen Rückblick davon. Dann unser vierter Lebenshilfe-Award wurde verliehen. Das freut uns ganz besonders, das Dankeschön an die Region zurückzugeben für die viele Unterstützung, die wir erhalten. Und nicht zu vergessen unsere Kundenehrungen. Die sind immer das Highlight für unsere Kunden. Die sind nervös, da wird hingefiebert. Sie werden auf die große Bühne herausgeholt und dann kriegen Sie eine Urkunde und eine Ehrung. Und wir haben auch heute noch ein paar betriebliche Erneuerungen vorgestellt. Unser zweiter Geschäftsführer ist ja in den Unruhestand gegangen. Dafür haben wir eine stellvertretende Geschäftsführung, eine neue bekommen. Neben dem Magister Jörg Neumann wird jetzt als Stellvertretung die Melanie Mühltaler tätig sein. Neben der Neuwahl des Vorstandes und den Elternbeiräten fand auch die Verleihung der Lebenshilfe Awards statt. Heute hat der Herr Walter Matetschläger und der Herr Geisbach-Grabner in Vertretung der Lazarus-Union diesen Award bekommen. Dieser Award wurde ins Leben gerufen als Dankeschön, eben wie gesagt, als Dankeschön an die Region für herausragende Leistungen der Lebenshilfe gegenüber, für Leistungen einfach des Miteinanders, der Unterstützung. Für den Gewinner des Awards ist diese Auszeichnung eine besondere Ehre. Freude und Stolz sind gleichermaßen gleich groß, weil es ein Zeichen der Anerkennung von diesem bisschen Mitwirken ist, das wir hier in diesem großen Getriebe machen können. Ein bisschen mitwirken, Sie haben es auch kurz erzählt, wie sind Sie eigentlich zur Lebenshilfe gekommen? Ja, wie gesagt, unser Motto ist helfen, beistehen und anderen Leuten Freude machen. Wie soll man das tun? Wir haben die Lebenshilfe beobachtet, aber von außen ein bisschen gespendet und so, aber das war uns zu wenig. Und da hat eben dieser Franz Kautschitz, der Betreuer in Wasendorf, gesagt, komm mal, schau dir das an. Und in dem Moment war alles erledigt, weil wir schon den ersten Termin für unseren gemeinsamen Ausflug gemacht haben. Und welche Ausflüge oder welche Aktivitäten unternehmt ihr? Wir waren im Luftfahrtmuseum, im Bergbaumuseum. Wir haben einen Feuerwehrerlebnistag gehabt, weil in Stockerau einen Behindertenflugtag. Also mannigfaltige Molkerei, gemeinsames Grillen, dann ein Benefizkonzert, wo wir auch monetär etwas tun können. Also schön reden ist gut, aber ohne Geld kein Musi. Das muss man wohl auch tun. Ja, und so ist eben unsere Zusammenarbeit gewachsen, sodass schon fast eine Freundschaft entstanden ist. In den verschiedenen Einrichtungen der vor mehr als 40 Jahren gegründeten Organisation, darunter 5 Werkstätten, 3 Wohnhäuser sowie eine Reihe mobiler Dienste und verschiedener gewerblicher Einrichtungen, arbeiten die Mitarbeiter teamorientiert, verantwortungsvoll und kompetent. Sie leisten qualitativ hochwertige Arbeit, wobei auf ein hohes Maß an Kooperation Wert gelegt wird. Seit Sommer 2016 gibt es auch 2 gewählte Selbstvertreter. Ich heiße Daniel Gramweger, bin Selbstvertreter für den Bereich Arbeit der Lebenshilfe Region Jungburg und bin auch Mitglied im Präsidium der Lebenshilfe Steiermark. Was machst du da? Was sind so deine Aufgaben bei der Lebenshilfe? Die Interessen der Kundinnen und Kunden vertreten. Die Rechte und Pflichten, weil wo Rechte sind, müssen auch Pflichten sein.
Was sagst du heute zu der Jahreshauptversammlung? Ich gratuliere alle, die Jubiläum gefeiert haben. Ich gratuliere herzlich, dass wir jetzt das Haus in Pfannsdorf realisieren können, das Projekt Ella. Das finde ich gut, dass das Menschen mit Beeinträchtigung eine eigene Wohnung noch haben. Das begrüße ich sehr. Beim geselligen Beisammensein ließ man den Abend noch gemütlich ausklingen.